Moin, moin, Leute. Schön, dass ihr heute bei mir auf dem Kanal schaut. Schön, dass ihr heute bei mir reinguckt, um zu sehen, was es Neues gibt. Und ja, wir sind hier im Game Police Simulator Patrol Officers. Es gibt schon einige Videos hier auf meinem Kanal, die ich mal gemacht habe. Eine Zeit lang recht aktiv. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, immer wenn es so schöne Updates gibt, dann schalte ich mal wieder rein. Jetzt gab es einen schönen Patch, zwei neue Skins sind da. Sie haben ein bisschen wieder an der KI geschraubt und so weiter. Auf diesem Patch hier mit der Highway Patrol, das wird ein neues DLC werden. Auf das warte ich eigentlich händeringend, um dann mal wieder so ein paar Folgen von dem Game aufzunehmen. Ganz besonders freue ich mich eigentlich auch auf diesen alten Streifenwagen. Ja, und auf die Sachen, die wir hier dann neu machen können. Unter anderem hier solche Geschichten wie, wir helfen, wenn der Wagen anfängt zu qualmen. Ja, wir rufen Abschleppdienste, wir ziehen LKWs raus, bringen sie auf die Waage, kontrollieren die, natürlich sperren wir den Highway, wenn es einen Unfall gibt. Und ansonsten machen wir normale Cop-Tätigkeiten. Aber mal zurück zu unserer sogenannten Karriere. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, das Ding haben sie auch immer noch nicht gefixt, ne? Ja, also das ist so, weiß ich nicht, aber jedes Mal, wenn ich ins Game eintrete, muss ich erstmal die Schicht beenden. Naja, was soll's. Wir beenden die Schicht. Wir können das Ganze natürlich auch mal überspringen. Ja, ich habe Punkte noch gesammelt, um die neue Distrikte freizuschalten. Und wir sind ja jetzt hier in Baytown. Die Region haben wir schon, Melpot. Jetzt sind wir hier im weiteren Distrikt und in den dritten hier unten. Das müssen wir halt eben auch noch freischalten. Ich musste ja einen neuen Dings anfangen. So, und von daher 5 Punkte von 10 haben wir hier. Wir könnten jetzt weitermachen. Ich würde sagen, nee, den können wir gar nicht, ne? Wir müssen doch, den könnten wir. Ja, könnten wir. Aber Fahrzeugstrafe am Morgen. Wartet mal. Wie gesagt, machen wir jetzt auch hier in Brighton. Würde ich sagen, Schicht beginnen. Ich habe mich noch gewundert, warum das so rot ist, aber ich glaube, das ist, weil wir hier einfach Polizeipräsenz erfüllen müssen. Genau. So, wie war denn das? Nummer 9? Nee. Das auch nicht. Was die 0? Ach, keine Ahnung mehr. Ich habe vergessen, wie ich meine Mütze aufsetzen muss. Ist aber nicht so schlimm. Wir können auch ohne Mütze los. So. In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Ja, das wollen wir machen. So, ich habe meine Fahrzeuge gewählt. Wir haben eine verhaftete Person, die zum nächsten Revier transportiert werden muss. Ist eine Einheit verfügbar? Ja, ich vielleicht, aber im Moment habe ich keine Lust. Ich habe das so ein bisschen gewählt. Hier dieses Fahrzeug, ja, das hat ja die Seilwinde. Das ist übrigens ein DLC. Den kriegt ihr hier geschenkt, wenn ihr damals bei der Beta mit teilgenommen habt. Und ja, also die Lackierung der Fahrzeuge wird immer besser.
Ich spiele ohne Mods im Übrigen, ja. Und jetzt wollte ich mal gucken. Wenn wir jetzt in die Garage fahren, dann soll es zwei neue Skins geben. Das würde ich mir gerne mal angucken. Eben für euch, mit euch. Genau. Aber da ist es. Ah. Aktuelles Fahrzeug ist hier genau der mit dem Polizeiblau Skin, ne? Wenn wir den jetzt mal durchschalten. Wie kann ich den Skin durchschalten? Manuelle Reparatur, Garage verlassen, Skin wechseln. Da ist er. Seht ihr das? Das ist normal. Ich würde sagen, das ist schon Richtung Highway, ne? Wir machen mal den. So, das hier ist der andere Streifenwagen. Okay. Den kleinen will ich nicht. Nee, den kleinen will ich nicht. Wo ist denn eigentlich dieser Schnelle? Den haben wir ganz rausgekriegt, oder? Bin ich ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das hier nächster Reiter? Ach, da kann ich, genau. Da kann ich die Dings, auswählen. Was ich im Kofferraum habe. Alles klar. Gut. Ja, komm her, Leute, dann raus. Jetzt haben wir ja den umlackiert. Also, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Ne, also jetzt ist ein paar Skins haben sie neu reingebracht. Ganz, ganz lustig gemacht. Ja, und im Endeffekt könnten wir jetzt mit dem neuen Skin unsere Streife beginnen. Ja. Wir haben einen Notfall. Dringend Antwort erbeten. Wer ist verfügbar? Bin unterwegs. Ah, das ist immer noch das Gleiche, ne? KI fährt, obwohl ich Sirene eingeschaltet hatte. Wer hat denn gesagt, dass das so weit weg ist? Mann, wenn ich das geahnt hätte. Bla bla bla. Durchlassen hier. Ich bin ganz ehrlich, mit dem Mod
mit diesen schöneren. Mit den schöneren. Sirenen und Blaulichteffekten. Das fand ich besser, ja. Da bin ich ganz ehrlich. Ja? So, schwerer Unfall. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo Verletzte gibt. Nö. So, hast du was gesehen? Natürlich nicht. Ja, habt ihr irgendwas gesehen? Nein. Du? Nein. Okay. Nicht, dass sie mal Zeugen befragen. So. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Ja, das verstehen viele in der Welt nicht. Das liegt aber nicht am Unfall. So, wir machen einen Alkoholtest. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Genau. Glück gehabt. Drugs. Ich nehme eine Probe, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Nein. Gut. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Give me your ID. Ja, natürlich, Officer. Okay. Halleluja. Wie hast du den denn geklaut? Also das Bild passt nicht überein, ne? Und, die Dame hat no Versicherungslicense, also ne, keine Versicherungspolice, nichts dabei. Ja, also check ich das in meinem Computer und gucke, ne, Zulassung, Fahrzeug ist ungültig, Waffenschein nicht vorhanden. Das Foto, das ist niemals die Tante, ja. Und damit ist es so, dass bei einem geklauten Ausweis wie war denn das? Gefälschter Ausweis, gestohlener Ausweis. Bei gefälschten Ausweis habe ich gar keine Identität im Polizeicomputer und beim gestohlenen Ausweis. Sie sind im Besitz eines gestohlenen Personalausweises und daher festgenommen. Ist das Foto falsch, ja? Bitte, tun Sie das nicht. Doch, doch. Natürlich tue ich das. Hau ab. So, den, hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Lass ich schon mal abschleppen. Einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? So. Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Okay. Hier. Ach, Scheiße. In dem Bericht steht ja quasi nichts drin. Nee, wollte ich auch gar nicht. Was haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Ich wollte gar keinen Bericht geben. Ja, gut. Alles klar. So, wir machen noch Drogen. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Ja, ein bisschen hat sie drinnen, ne? So. Ich nehme nur eine Probe, um Drogentest zu wissen, ob Sie unter Drogen. Das ist ja so dieses Standard Gameplay in dem Spiel halt. Ne, wenn du einen Unfall hast in der Größenordnung. Ja. Okay, jetzt, ich kann nichts eigentlich bei der machen, weil ich es schon versaut habe, ja. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich stehe unter Schock. Ja, ja. Keine Ahnung, was passiert ist. Ja, so siehst du auch aus. So, bitte Drogen. Lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, wenn ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Okay, Ausweis. Ich möchte bitte Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte sehen. Klar, bitte sehr, Officer. Ah, Sie sieht oben, ich habe schon irgendwas falsch gemacht. Ja, auch der ist das nicht, ne? Da können wir gucken. Ja, ungültig. Aber vom Foto her, seht ihr das? Das ist der Typ nicht, ja?
Nein, das ist einfach, oder? Er müsste für mich jetzt die Brille absetzen. Okay, er müsste für mich jetzt die Brille absetzen. Und ja, ich muss hier ihre. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, das ja, habe ich vergessen bei ihr. Ja, okay, die Haare können offen sein, ne? Das sagt überhaupt nichts aus. Ja, Versicherung ungültig, ne? Zulassung ungültig. Ja, das ist schon mal. Also, Fahrzeug, abgelaufenes Kennzeichen. Ja, dann. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 50 Ach, und 250 shit. Dollar wegen Führens eines Fahrzeugs mit abgelaufenem Kennzeichen. So ja. viel für so eine kleine Sache? Ja, natürlich. Dann, was war das noch? Helft mir, Leute. Das war noch. Zulassung, Versicherung ungültig. Versicherung ungültig. Ich belege Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld. Warum ist das so teuer? Naja, weil es so ist. Damned. Und was hatte er nochmal? Versicherung, ne? Genau. So. Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Sie vermiesen mir den Tag. Ja, ich weiß. Und dann habe ich auch alles richtig gemacht. So, jetzt machen wir noch Aufnahmen. Ja, dann macht ihr schönen Aufnahmen hier von den Fahrzeugen. So. So. Perfekt. Ja, schade, die hat ihren Bericht schon gekriegt. Alles in Ordnung. Sie können ne? weiterfahren. Sie können abhauen. Wiedersehen. Und bitte nehmen Sie Ihren Unfall. Er kriegt jetzt einen Bericht. Wow. Der ist wirklich ausführlich. Ja, weiß ich. Ich bin halt perfekt. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So. Und auch die kriegt noch einen Unfallbericht. Obwohl das geklaut ist alles. Ne? Und ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken. So, wir holen jetzt noch einen Transporter. Das ist schon wieder ein bisschen buggy, ne? So, die Verstärkung ist da. Das Fahrzeug wird sich nicht bewegen. So, dann kann ich abhauen. So, und dann haben wir Punkte gekriegt für die Aufklärung des Unfalls. Und das ist auch gut so.
Ja, liebe Leute, also, das ist so mal wieder ein Zwischenfazit von dem Game. Mit den Skins jetzt, wie gesagt, ein paar Sachen haben sie noch gefixt. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten wenn wir denken, kaputten Karriere. Im nächsten Video wieder. Vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wenn es um die Highway-Geschichte geht, seid ihr auf jeden Fall wieder mit dabei. Da werden wir noch ein paar hier Folgen 4561. Ich übernehme den Umfang. Extra machen. Einfach aufgrund der Tatsache, weil das ja dann auch ich will mir extra für euch auch das DLC holen. Es ist recht umfangreich und ich glaube, auf einer Highway können wir auch eine Menge Spaß haben. herrlich. Haben wir den da vorne gezwungen, über Rot zu fahren? Kann das sein? Ich würde sagen, ja. Und guckt, wenn ihr den Skin ändert, dann ist er bei den anderen PDs, also Polizeirevieren, halt eben auch. Ne? Seht ihr das? Da steht der Wagen. Ne? Und ich kann natürlich jetzt hier aussteigen und kann mir jetzt einfach von den Autos eben auch ein Vehikel nehmen, also ein Fahrzeug. Und ja, weil das alles untereinander schön kombiniert ist. Ja, an den Sounds haben sie immer noch nichts gemacht. Natürlich sind wir verfügbar. Ja, gib diese Person jetzt now. Gut. Seht ihr das mit den gelben Lampen und so? Das ist vernünftiger Traffic. Blaulicht. Ja? Also wir spielen ja in den USA oder fiktive USA. Und dann sollte es auch so sein. So, hier ist der. So, genau. Der Kollege geht. Und wir schnappen uns. Ich nehme Sie mit aufs Revier. Die Person. Steigen Sie bitte in den Wagen. Genau. So. Sie haben das Recht zu Wir klären Sie jetzt über die Rechte auf, ja, wie das in den USA eben so ist. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Wenn Sie sich kein Leistung können, stellen Sie das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Idiot. Habt ihr das gesehen? Genau. Ist mir in die Karre gefahren, ne? Das wollen wir mal klarstellen. Wendekreis wie ein Panzer, das Ding. Ja. Und was ich schade finde, immer noch keine Möglichkeit, mit Lenkrad zu spielen, ja. Wahrscheinlich mit, Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle der Polizeidienststelle. Dieser Satz, ja, der ist so crazy. Es ist Zeit der Polizeistelle. So ein Reimer, Alter.
Und ja, also den. Bleiben Sie vorerst hier. Packen wir jetzt hier rein. Was ich noch bemängle, ist keine Möglichkeit in den Einstellungen ein Lenkrad einzustellen. Ja. Controller-Konfiguration, ja. Ich kann ein ganz normales Gamepad anschließen und damit zocken. Machen übrigens ganz viele, ne? Xbox-Controller oder whatever. Ja, ich bin aber eher so ein Lenkrad-Typ. Naja, muss ich ehrlich zu meinem Revier, ja, das ist in einer offenen Streife ist das schön, da kannst du dich in jedem blöden Revier ausloggen. Gut, aber nichtsdestotrotz ist für euch ja jetzt egal. Wir beenden das Ganze hier. Geil, ne? Okay. Ich sag, wir sehen uns in nächsten Folgen wieder, wenn es wieder ordentlich was Neues gibt. Und bis dahin, vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank fürs dabei sein. Und ja, euch noch alles Gute. Ich bin raus. Ciao. Ciao.